Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem neuen Video. Freunde, heute testen wir gemeinsam den Adventskalender von Jelly Belly, aber nicht irgendeinen Adventskalender, sondern den Adventskalender, den Bean Boozled Adventskalender mit Jelly Beans gefüllt. Naughty or nice. Die meisten von euch kennen diese Bean Boozled. Ich muss sagen, ich habe es ja schon mal mit Kahn probiert, da haben wir ja diese Spiele gekauft. Mit diesem, wo man an diesem Rädchen drehen muss. Und diese Jelly Beans sind echt eklig. Was gibt's noch vorher zu sagen? Tüte Popcorn hat in den Kommentaren geschrieben, ob ich das probieren kann. Zufälligerweise hatte ich das schon längst bestellt gehabt. Und ja, jetzt drehe ich das Video dazu. Sonst, vom Preis her, kostet das Ganze 19,99 Euro. Finde ich schon verdammt heftig für einen Adventskalender. Aber was ich so mittlerweile gesehen habe, der Trend geht ja zu Richtung teuren Adventskalendern, die mittlerweile 20 bis 30 bis 40 Euro kosten, weil da so Special-Sachen drin sind. Zu meiner Zeit gab es sowas nicht. Da hatte ich so einen 4 Euro, 3 Euro Adventskalender, sag ich mal, nur mit Schokolade. Und jetzt generell gibt es einfach nur crazy Sachen. Aber Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir probieren das Ganze jetzt erstmal aus. Beziehungsweise wir gucken uns erstmal an, was es hier alles gibt. Wir haben einmal Spoiled Milk, das ist neu. Coconut, Spoiled Milk, das bedeutet verdorbene Milch. Bäh, mies. Was haben wir noch? Also Coconut haben wir dann im Gegenzug, was neu ist. Toter Fisch, also das hatten wir schon mal. Dazu gibt es dann noch Strawberry Banana Smoothie, auch sehr nice. Moldy Cheese, also Schimmelkäse. Soll hier neu sein, hatten wir aber auch schon. Dazu gibt es Karamell Popcorn. Dann haben wir Stinktierspray. What? What? Stinktierspray, okay. Sonst, wenn wir das nicht erwischen sollten, kriegen wir Lakritze. Dann haben wir nochmal Erbrochenes, Pfirsich, faules Ei, kennen wir, Butterpopcorn, kennen wir. Nasenpopel, wie schmeckt Nasenpopel bitte? Hell nah. Dann haben wir saftige Birne. Sonst gibt es hier nochmal gemähtes Gras. Im Gegenzug Limone. Stinkende Socken, habe ich auch schon mal gegessen. Tutti Frutti. Und zu guter Letzt Hundefutter. Hundefutter war bis jetzt so das ekligste, was ich jemals hier gegessen habe. Pfui, bah. Also sehr crazy Sorten sind mit dabei. Vierte Edition. Ich weiß gar nicht, bei welcher Edition wir mittlerweile sind. Ich habe schon lange mehr keine gegessen. So, jetzt haben wir hier, wie ihr es beim Adventskalender natürlich kennt, wir haben 24 Türchen, die wir zu öffnen haben. Ich werde erstmal ein Türchen öffnen. Und dann probieren. Ich werde definitiv nicht alle öffnen und alle probieren. Das wäre mir zu heftig. Deswegen, wir schauen uns erstmal das Ganze noch an. Und ich hoffe, dass ich da schon so ein Fazit ziehen kann. So, Türchen Nummer 1 ist hier oben. Kahn und ich haben ja schon mal so einen Jelly Beans Kalender geöffnet. Ist auch genau die gleiche Verpackung. Das heißt, wir haben hier so eine kleine Tüte, wo sich die Jelly Beans drin befinden. Das ist in jedem Türchen dann gleich. Türchen gleich. So. Hier ist das gute Stück. In einer Tüte befinden sich, grob überschlagen, 2, 4, 6, 8 Jelly Beans. Und die sind auch gut mit Luft gefüllt. Oh, oh. Ich riech mal. Oh, das müsste Hundefutter sein. Jo, genau, das werde ich auf jeden Fall nicht essen. Es riecht Hundefutter so penetrant, man riecht es einfach direkt raus. Alter. So, ich nehme mal so ein Grün. Das müsste entweder Limone sein oder gemähtes Gras. Ich werde beide essen. Das ist Gras. Mmh. Es schmeckt jetzt nicht schlimm. Alter, doch, es schmeckt schlimm. So müssen sich Veganer dann fühlen, oder was? Wenn die Gras essen? Das ist auch Gras. Oh no. Fail. Also, ja. Gras ist aber noch akzeptabel. Nehmen wir das hier. Das müsste, glaube ich, verfaultes Ei sein. Oder stinkende Socke oder was ganz anderes.
Das ist so widerlich. Wie kommt man nur so auf eine Idee? Und dann nochmal als Adventskalender. Das war auf jeden Fall nicht lecker. Das war, glaube ich, boah. Ne. So. Also, ich weiß nicht, wie ich den Adventskalender beurteilen soll, weil ich habe nämlich noch andere bestellt. Zum Beispiel von Kinderüberraschung. Da habe ich Schokolade und Spielzeug. Eigentlich total nice. Bei diesem Adventskalender weiß man es nicht. Entweder ist es ekelhaft, also ist es einfach ekelhaft, oder die Sachen schmecken gut, aber man weiß es nicht genau. Deswegen könnte man das auch ehrlich als Bestrafung oder so sehen. Ich habe immer noch diesen Geschmack im Mund, das ist widerlich. Was mache ich denn jetzt? Freunde, ich habe eine Idee. Wir machen eine Umfrage, müsste jetzt hier rauskommen. Meine Umfrage lautet: Soll ich ein weiteres Video drehen? Ein Unboxing-Video mit dem Bienenbuselt Adventskalender. Wenn ja, mit wem? Mit Kati? Mit Eva? Oder mit Kahn? Oder sogar mit Nina? Wer die meisten Stimmen hat, mit dem werde ich dann das nächste Mal ein Video drehen und das Ganze hier dann vor der Kamera probieren. Das ist doch ein Deal, oder? Gerade solche Gesichter werden wir dann sehr gut ziehen. Also Freunde, stimmt ab. Ich würde sagen, ich mache kurz noch ein Fazit. Adventskalender 20 Euro ist schon hart, aber gut, wenn man es hat, warum nicht? Weil man hat auch hier einen großen Spaßfaktor. Also vielleicht kann man sich auch diesmal den Adventskalender mit seinem Bruder oder mit seiner Schwester teilen, je nachdem. Sonst von mir würde ich sagen, Daumen hoch. Man hat auf jeden Fall da sehr, sehr viel Spaß mit. Sonst, ja, das war's. Ich mache dann mal mein Outro. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Sonst für weitere coole, frische Videos könnt ihr einfach unten links hier auf Abonnieren klicken und im Anschluss jetzt weitere Videos anschauen, die wir da in der Vergangenheit für euch aufgenommen haben. Sonst, wenn ihr mehr wollt, folgt uns auf Instagram, steht in der Videobeschreibung. Freunde, ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Ah ja, abstimmen, abstimmen. Tschüss.